Servus Leute und willkommen bei Nagerias Spielemamos. Letztes Mal wurde mal unabbrochen und jetzt machen wir einfach weiter. Genau, weil ich bin der Renton. Raven King. Raven King, sorry, wir hätten es fast vergessen. Wir spielen Fahrenheit Teil 2. Continue. Ja, es geht jetzt wieder im Bad weiter oder vorm Bad. Muss ich alles nochmal machen? Aber ich glaube, so viel hat man doch eh nicht. Nö, ja, ist schnell gemacht. Schnell gemacht. So. Und zwar haben wir uns den Fisch da angeguckt. Several wounds on the left side of the chest and the area of the heart. They appear to be knife wounds. Wer verpasst hat, um was es ging, ihr habt die Rolle vom Typ. Wie hieß denn der? Keine Ahnung. Ihr habt dort die Rolle übernommen, habt ihn umgebracht, seid abgehauen. Und jetzt seid ihr die Cops, die gucken, was da passiert ist. Aber ich sollte besser sagen. Aber wir waren wie in Trance. Ja, das wir war haben in Trance umgebracht. Irgendwie fremdgesteuert, ja. Fremdgesteuert von mir. So. Dann haben wir den genommen. Und haben in den Mülleimer geschaut. Und da war die Waffe drin. Unless there's a gang running around hiding bloody knives in toilets, I think I might have found the murder weapon. Yeah! Great. Tell Garrett, have him check for prints on the handle. Okay. Ja, wenn ich ihn umbringe, dann tue ich den nächsten beste mögliche Mülleimer neu schmeißen. Ja, klar. Ja, der Witz war ja, wir hängen ja nicht. I don't know if anyone has contacted the family. Not as far as I know. Aber wir waren das selber. Oh. Ja, ja. Aber wir hätten ja nicht gewusst, wo es hingeschmissen wurde. Da liegt noch Blut auf dem Boden. Ah ja. Ich glaube, mit ihr konnte ich das Blut hier analysieren. Yeah. Was hat die Analyse gebracht? Sie ist Blut. 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 Rot Blut. Rot Blut. Possibly. I don't understand why there would be blood here. Maybe. Das ist auch eher Gemütszustand hochgegangen. Ja. Das Stimmungsbarometer ist in die Höhe geschossen. Eieiei. Gehen wir mal aus dem Weg da. Danke. Kann man sich noch das Fenster angucken? Nein. No trace of a struggle. Looks like the guy was taken totally by surprise. Mhm. Schick sie mal auch noch. Aha! So, ne, du scheint nämlich. Lass ihn noch ins Klo neu greifen. Okay. Das macht er doch gar nicht. Oder? Langt der neu? Ja, der spült nur. Ah ja. Arschloch. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Tyler's been my partner for almost a year. He grew up with the gangs in the Bronx before he decided to join the force. Sometimes he's unpredictable, but. He's a good guy. He's a brother, man! Yeah, he's a brother! Did you find anything, Tyler? For that, I'd have to be able to keep my eyes open. Keep up the good work, Tyler. Und Handy. Ja, spielt nur am Handy rum. Das Spiel ist übrigens von 2005, erschienen damals auf Xbox, PS2, PC. Wir spielen es aber auf der Xbox 360. Genau. Hey Carla. So, you guys find anything? We took some samples here and there. We're almost finished. We were just waiting for you before we took the body away. Gucke, was mit dem geht. Hey Garrett, Carla wants you to verify two or three things. Don't worry, I wrote it all down on this paper so you wouldn't forget. I had a feeling that Carla was gonna keep us up a little longer. Die scheinen sich nicht so zu mögen. Mm. Ich geh mal raus, draußen war ja dieser Penner um die Kurve. Der hat uns ja gesehen. I'm gonna take a look outside, see if I can find anything. Lalala, Krankenwagen vorbei, auf der Straße entlang, einmal im Kreis. Yeah! Mit der Baggies on! The Baggies! Mit der Baggies on! Und ich hätte gehabt! Schade, in so. Bronx. Fenster? Wo liegt da? Wo ist er? Penner? Ah. This is the window from the toilets in the restaurant. Ah ja, genau.
Kannst du andere beim Kacke beobachten, Chef. So. Mit allen Sinnen genießen. What do you want? I was wondering, you didn't happen to see anything unusual tonight, did you? Leave me alone. I got nothing to say. I don't talk to cops. Es geht nicht schlecht. You've been helpful. Dann würde ich mal sagen, gehe ich mit dem Fat und nehme die Carla. Weil die ist hübscher. Bissl. Ist ein bisschen hübscher. Okay. Ich hab eben gedacht, es wäre ein Taxi. Ah, vielleicht rettest du mit dem. Rett er mit ihr. So. Genau. Good evening, sir. Whoa! Hey, babe. What can I do for you? Cold enough for you? Yeah, well, luckily I got this to keep me warm. You want a little splash? Someone was killed in that restaurant tonight. Did you happen to see anything or anyone unusual? Did I see something? I don't see nothing. I mind my own business. Okay, I'm gonna go try to get someplace warm. Take care of yourself. Hat auch nichts gebracht. Erlaubt. Gut, dann würde ich mir vorschlagen, dass man einen Schluck nehmen soll. Ich einfach trinken soll. Einfach trinken. Ja, noch mal kurz mit Tyler reden, ob der noch was zu sagen hat. You ready to go, Tyler? I think I've seen everything I need to see. Are you sure? We can take another look around if you want. Nee, wir fahren. No, we're good. Let's head home. Okay, let's bust. It's time to get back to the car. I'm dead tired. Ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht beide dahin steuern muss. Das wäre ein bisschen ätzend. Mhm. So, ich bin hier nur Beifahrer. Ah, wunderbar. Als Polizist muss man natürlich nicht seine Sportwache abschließen. Nee. Weil du bist ja Cop. Naja, das wär's ja auch. Oh, hätte ich den Taxifahrer noch ansprechen können? Ah, egal. Jetzt sehen wir bestimmt, was wir vergessen haben. Steht die Leiche und pinkelt noch? Wer stört beim Pinkeln? Alter, stimmt, der war blutig, oder? Ja? Ach, ach, das hat er geträumt, Lukas. Lukas, hier ist er. Nightmare. It was all just a horrible nightmare. I didn't kill anyone. Hm. Naja. Bestimmt nicht. Ah! Ah, Blut! Menstruation! I wasn't dreaming. It all really happened. I'm gonna get ready and go to work. Ja. Ja, ich würde erstmal alles aufrahmen, weil wenn irgendjemand in die Wohnung neu kommt. Kann ich das. The sheets are full of blood. I can't go back to bed. Ja, leg's zusammen, Junge. So, ist das ein braver Boo. Ja, blood, in case anyone comes in the room. Change the sheets later. Hey! Musikkamera. Hey! 605! Ja, die Cindy, ja, ich hab Bock drauf. Nehmen wir noch Medics. Notice reads, don't take with alcohol. So, dann suche ich noch eine Flasche Whisky. Das ist batscht! Das ist batscht! Dann renne ich mal in den Boot rum. Schöner Computer. Parents, Marcus and me, before the accident. Oh ja. Ah ja, okay, anscheinend, ja. Trauriges Schicksal. Trauriges Schicksal. Was ist denn das für ein PC da? Inbox.
You have no new messages. Big. Vip. Video games notch up new victims. Bla bla bla. Wetter. Schä. World. Ja, Schnee. Pakistan. So, ja. Pakistan. So. Pakistan. Ja, Pakistan. Pakistan? Raus. So. Eieiei. Gibt's hier noch was zu entdecken? Klamotten. Ich würde erst mal duschen gehen. Ja, ja. Ich gehe erst mal duschen, wenn das möglich ist. Das Fenster mache ich auch mal zu. Nämlich kalt. So, dalle. Telefon. Telefon. Hello? Luca, it's good to hear from you. I thought I called to find out if maybe you wanted to go to Mom and Dad's tomb together. And to be honest, I thought it might be a good excuse to get back in touch with you. I need to see you, Marcus. I'm in big trouble. What are you talking about, Lucas? What happened? I can't really talk about it on the telephone. It's serious, Marcus. I'll meet you in half an hour at the park. See you there. Also, der tragische Unfall war wohl die Eltern. Yesterday at 7:30 p.m. Lucas, it's Tiffany. I thought maybe. Was hörst du mir? Ja, ja. Ja, schmutzig. Will nichts von der Tiffany wissen. Okay, ehrlich gesagt habe ich gedacht, dass die der vielleicht ruft, man hört es noch im Bad. Ja, das wäre eigentlich ein cooler Effekt, was? Vielleicht ein bisschen leiser, aber dass man es noch gehört hat. Ah, oh, jetzt bin ich ein fresher Marcus. Mit der Unterhose geduscht. So. Stimmt, der hat mit der Unterhose geduscht. Normal. Das hätten sie in Heavy Rain schon besser gemacht. Da war ich dann wirklich auf einmal nackig, wo ich gedacht habe, oh, die zeigen die Figur einfach nackt. Also. Okay. Gucke, mehr Medics. Mehr Medics, jawohl. Klopapier, das ist Verband. Das ist Klopapierverband. Ah. Recyclingverband. Recycling. Komm, ach Gott. Wie auch gemacht. Schnieg, ja, Schnieg. So, zu. Das ist ein Kickboxer. Ah! Oh. Asozial. Könnte das Bettzeug da neu werfen. Quasi. Normal, ja. Oder meine dreckige Klamotte. Normal, ja. Normal, ja. Ja. Du musst halt mal finden, die Klamotte. Ich würde gerne noch das Telefon finden. Telefon. Und die Tiffany. Yesterday at 7:30 p.m. Lucas, it's Tiffany. I thought maybe I'd pop over tomorrow night after I leave the hospital and pick up a few things. Well, call me back. Moin, Sashmoor. And that's the end of my story. I mixed alcohol and medication and I lost consciousness. Geil. Ah ja, das... Ach, oh nee, Leute. Ah ja. So, das zu. Gut, man muss alles zeigen. Ey, Kacke. Gut. The sheets are full of blood. Ja, ja, ja. Hopp. I can't go back to bed. Yo. I'm not tired anyway. Ey, das darf nicht das Wasser. Hallo. Hopp. Von da das. Jetzt muss ich an die andere Seite, oder was? Ach, leg mich doch am Arsch. So. Oh Gott. This will hide the blood in case anyone comes. Ja, das sind die Zusammenhänge, ne? That should help my migraine. So, jetzt nichts mehr saufen, ne? Ja, war eigentlich cool, der Effekt. Ja, schon, aber dass er dann direkt sagen wollte. Ja, das war's dann. Hätte auch einfach bloß bewusstlos sein können. So, an der Rechner gehe ich nie mehr, da war ja eh nichts Interessantes. Okay, dann gehe ich jetzt. Nochmal Dusche, Klopapier rum. Halt, ne, ich muss mit dem Typ treffen. Genau.
kann man nicht skippen. Hallo? Ne? Was? Ich hab Leben? Ah ja. Und sind dann noch vorbei, ja? Das ist alles bloß ein Déjà-vu, man, das noch nie gespielt. Nee, es kommt mir so bekannt vor. Ja. Was könnte jetzt passieren? Neu? Ich glaube, ich muss Alkohol trinken. Ja, mach mal was. I can't really talk about on the telephone. It's serious, Marcus. Blablabla. Ah. The park. See you there. Und weiter geht's. Da liegt noch was Dreckiges auf dem Boden. Ah ja, das kannst du dann in die Waschmaschine tun. Ja, das Hammer, das ist jetzt was Neues. Oh. Ah, jetzt fühlt das wieder geil. Jetzt fühlt das sich wieder scheiße. Achtung. The clothes that I was wearing last night. They're covered in blood. I better not leave them there. Ob das Einzige ist? Nein, noch ein Hoster oder so weiter. Ja, ich nehme an, das hängt im Schrank, ne? So. Jetzt haben wir das. Schnell Dusche. Und springst in die Dusche. Miete Una aus. So. Schrank auf, Verband. Sieht fresh aus. Mhm, Kickboxer. So. Geht noch einmal sowas um, ne? Beim zweiten Mal wird's noch scarier. Scarier. Oh, minus 20. Minus 20? Scheiße. Ficken. Zack. Okay. So. Kein Alkohol. Kein Alkohol. Keine Macht im Alkohol. Die Tiffany vielleicht noch auch, höre schnell. Tiffany? Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Yesterday at 7:30 p.m. Du hast Schlüssel, guck mal. Kannst du was mit dem machen? The keys to my apartment. I'll grab them when I'm ready to leave. Okay. Es ist wieder weg, aber wir wissen ja, was die Tiffany gelabert hat. Dort draußen. Ah, eine Krähe. The Crow. Ja, noch voll in der abgelost. Richtig. Ah ja. So. Das war interessant. Mhm. Liegen hier noch irgendwo Klamotten? Gut, dann ziehe ich mich an, dann wäre ich ja eigentlich schon ready für den Park. Außer ich kann mit dem Bett vielleicht das andere mal in die Wäschstube. Hm, denk mal. Ich meine, der muss es ja früher oder später machen, der will ja heute oben da ins Bett. Ja, aber ich glaube, das ist einfach bloß das Spiel. Dann könnte ich auch Tablette nehmen und Alkohol trinken ohne Ende. Ja. Wenn es nur ein Spiel wäre, das ist ja ein Film. Film. So, sehe ich fresh aus? Ja, jo. Okay, ja. Motherfucker! Motherfucker! So, kann ich die Maschine noch anmachen, dass das Zeug auch wirklich sauber ist? Oh, da liegt ein Zettel auf dem Boden. Stimmt. Zeitung. Massacre in East End. Oh, ja. An especially horrible murder was committed last night. Bleib da oben auf der Spot. Guck mal Fernseher, ja, da oben. Guck mal Fernseher. Ich guck mal schnell, ob ich das noch anmachen kann. Ich noch gucken, ob der Herd aus ist, wenn du rausgehst. Nö. Das ist das Ende meiner Geschichte. Der Herd war an, auf einmal ist alles explodiert. Scheiße. Spiel rum. Der Couch ist nix, okay. Oh. Oh weh, oh weh. Ah! New York Police, please open the door. Get ready to fight! Oh yeah! Hey, what's that? Stay where you are and put your hands in the air. These images. Ah, das waren dann Tipps, aber ich bin ja vorbereitet. Stimmt wahrscheinlich.
Die zwei Sachen haben wir zumindest mal gemacht. Also das eben war ein Quicktime-Event, wo ich mit rechten und linken Analogstick gemacht habe. Hat man sich schon denken können, hoch, runter, jo. War relativ gut machbar. Jetzt gucke ich erstmal Fernsehen. Ah, es ist noch gar kein Kopter oder was? Nee, das war sowas wie eine... Eine Vision? Vision. New York Police, please open the door. Police, they know, they've come to arrest me. Sag uns mal was. Jetzt gehst du einfach raus. Ah ja. Are you Lucas Kane? Yes. Mr. Kane, the neighbors heard yelling from your apartment. Is there a problem? Oh, yeah. Yeah, that was me. I cut myself on some broken glass, and I freaked out on it. Fortunately, it wasn't a really big deal. Would it be all right if I took a little look around your apartment? Whatever. Go ahead. Der sieht ein bisschen aus wie die Hauptdarsteller Pup von Team America, wenn er bubbelt. Das sieht ein bisschen asiatisch aus, gell? Das auch, ja. Accident with some broken glass. Holy cow. When you cut yourself, you go all the way, don't you? Jetzt erstechen von hinten. Thank you for your cooperation. Sorry to have bothered you, sir. You know how it is. With everything that's been going on, we prefer to be careful. Halt die Fresse! So long, Mr. Kane. Ist der zu machen, wieder schreie. Ah! Ah! Ich hab mich am Kaffee verbrüht. Geht's uns wieder besser? So, jetzt kann ich spazieren gehen. Jetzt kann ich ja eigentlich gehen. Ich hab ja alles gemacht, oder? Ja. Fucking damn right, man. Oh yeah!